Das Buch heißt Rocket Boys von Homer Hickam. Es ist der Roman einer Jugend, er beschreibt seine Memoiren, er beschreibt seine Kindheit und hauptsächlich seine Jugend in der High School, die letzten zwei Jahre, so die Zeit, wo er erwachsen wird. Er spielt in West Virginia in so einer Bergarbeitersiedlung namens Colewood, Ende der 50er. Es ist die Zeit, wo die Russen ihren ersten Satelliten, den Sputnik, ins Weltall schießen. Und das fasziniert ihn ungemein. Er will auch unbedingt Raketen starten, in die Luft schießen und bastelt daran und versucht dann Freunde zu finden, mit denen er das zusammen macht und bleibt sehr, sehr hartnäckig dabei. Es ist eine ganz wundervolle Geschichte, eine ganz hinreißend. Mit seinen Freunden, er ist der Erlebnisse mit den Mädchen dort. Sein Bruder Jim ist bei einer Footballmannschaft, das sind die etwas dumpferen Jungs, die dann dagegen sie sind. Er hat einen Vater, der etwas knurrig ist, aber ihm doch irgendwie hilft dann. Seine Mutter, die immer ihn unterstützt auch, aber doch auch ihren eigenen Kopf hat. Es gibt Hunde, Katzen, auch ein Eichhörnchen in seiner Familie. Aber sein Hauptding ist wirklich, diese Raketen zu bauen. Und das ist so toll erzählt, so klasse, mit welcher Leidenschaft und welcher er dahinter ist. Und es immer wieder schafft, Leute zu überzeugen und da immer weiter zu machen. Das ist klasse, ein wundervolles Buch. Was an diesen Memoiren erfunden ist und was wahr ist, ich weiß nicht. Ich glaube, das meiste ist wahr. Und wenn Kennedy hat ja Anfang der 60er dann gesagt, dass sie zum ersten Mal, dass sie Ende des Jahrzehnts auf dem Mond sein wollen. In diesem Buch wird aufgelöst, wie er auf diese Idee kam. Rocket Boys von Homer Hickam. Ein wundervolles Buch. Großartig.